gibt es etwas Cooleres als Wikinger mit ihren Bärten, Tattoos und Langbooten? Ja, nämlich Klugscheißer. Ob das wirklich so ist und wie Vikings die perfekte Balance zwischen Fakten und Fiktion findet, das verraten wir euch jetzt. Was ist schärfer, Ragnars Axt oder unser kritischer Blick? Wikinger sind nicht nur ziemlich faszinierend, sondern auch ziemlich sagenumwoben. Wir räumen heute deshalb mal ein bisschen mit den Mythen auf. Was ist wahr und was falsch an den bekanntesten Klischees? Und wie schneidet Vikings eigentlich im Faktencheck ab? Die ganze Serie gesehen haben müsst ihr dafür übrigens nicht. Und keine Sorge, wir umschiffen alle Spoiler so gut es geht. Ragnar Lodbrok kennt jeder. Selbst wer die Serie nicht kennt und auch sonst jeden Live-Eriksson-Tag verschläft, hey Jungs und Mädels, heute ist Live-Eriksson-Tag, hat schon mal von dem Wikinger schlechthin gehört. Spätestens seit Vikings den legendären Nordmann im epischen Fernsehformat nochmal populär gemacht hat. Aber hier ist auch schon direkt der erste Haken. Ob Ragnar jemals existiert hat, ist bis heute umstritten. Wahrscheinlich ist, dass im 8. und 9. Jahrhundert mehrere verschiedene nordische Könige das sagenhaft überlieferte Bild von Ragnar geprägt haben. Ah ja, das heißt natürlich auch, Rollo war gar nicht Ragnars Bruder. Dessen Existenz ist aber tatsächlich gesichert. Der echte Rollo war der erste nordische Herrscher im heutigen Frankreich. Für Ragnars Serienbruder wurde aber auch viel dazu und umgedichtet. Man muss sich das Ganze grundsätzlich ein bisschen wie Stille Post vorstellen. Mündliche Überlieferungen aus dem 8. Jahrhundert wurden zu Sagenliteratur im 13. Jahrhundert. Die wurde dann im 19. Jahrhundert wieder neu entdeckt und die Adaptionen der Adaption werden jetzt verfilmt. Klar, dass da ein paar Fakten verloren gehen und nicht mehr alles streng wissenschaftlich belegbar bleibt. Wir haben trotzdem mal die eingestaubten Folianten gewälzt und unsere Nerdbrillen zurechtgerückt, um ein paar Mythen zu entlarven. Producer und Showrunner Michael Hirst hat ja ein Händchen für historische Stoffe. Wer die Serie Die Borgias oder Elizabeth das Goldene Königreich gesehen hat, weiß, wovon wir reden. Er hat es also auch gar nicht anders gewollt. Fangen wir direkt mit den ganz großen Geschützen an. Wikinger als Volk gab es historisch nie. Klingt komisch, ist aber so. Wikinger als Beruf gab es aber schon. Was sind das für Männer? Eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in Nordeuropa Wikinger zu nennen, wäre damit ungefähr so, als würdet ihr alle mittelalterlichen Menschen auf deutschem Boden Ritter nennen. Wenn man Wikinger sagt, meint man also eigentlich nur die segelnden und brandschatzenden Nordmänner. Und Nordfrauen. Ob Schildmeiden wie Lagertar eine Ausnahme oder die verbreitete Regel waren, ist nicht ganz klar. Aber es ist auch zumindest nicht unwahrscheinlich, dass sie neben den Männern in die Schlachten gezogen und um die Welt gesegelt sind. Ich hätte wissen müssen, dass das Weib, das die Götter mir als Gemahlin zugedacht haben, beherzt und unerschrocken ist. Ganz generell waren die Wikinger für ihre Zeit nämlich ganz schön fortschrittlich. Und damit so ganz und gar nicht die barbarischen Räuber und Vergewaltiger, für die sie oft zugehalten werden. Gesetze zum Schutz und zur Selbstständigkeit von Frauen gab es im heutigen Skandinavien viel früher als in den meisten anderen Ländern Europas. Weibliche Wikinger haben außerdem extrem viele Städte und Siedlungen quer über die Kontinente gegründet. Überhaupt haben die Wikinger viel häufiger neue Siedlungen erbaut als alte ausradiert. Das ist vielleicht weniger spektakulär für eine Serie, dafür aber archäologisch gesichert. Chaotische Überfälle gab es aber natürlich trotzdem. Die Wikinger haben dabei aber noch viel häufiger Guerilla-Taktiken verwendet, als sich feinsäuberlich zur Schlacht aufzustellen. Solche epischen Standoffs wie in Vikings haben die Wikinger wohl eher nicht geschlagen. Lässt sich dann aber eben leichter episch inszenieren als so ein Haudraufscharmützel. Und das macht Vikings eben auch extrem gut. Die Brutalität, die wir heute ja fast schon als Klischee kennen, ist aber trotzdem eher eine Folge von Vorurteilen, die unter anderem von christlichen Mönchen festgehalten wurden. Auch für die Bloody Eagle-Hinrichtungen in der Serie gibt es keine fundierten Belege. Was vielleicht auch besser ist. Oder war. Aber nochmal zurück zu Ragnar. Der will am Anfang der Serie ja unbedingt wissen, was im Westen wohl für Länder und Götter zu entdecken sein könnten. Das ist für die echten Wikinger längst klar gewesen. Die Nordvölker haben mit Handelsschiffen den kompletten Kontinent abgeklappert. Von England übers Mittelmeer bis nach Russland und in die heutige Türkei. Kleiner Funfact dazu. Es gibt sogar eingeritzte Graffiti von Wikingernamen in der Hagia Sophia in Istanbul. Die Herumtreiberei der späteren Staffeln war also schon sehr früh der Markenkern des Wikingertums. Die ganze historische Timeline ist also für die Serie ziemlich verbogen worden. Und auch die Landkarte. Denn Ragnars geliebtes Kattegat hat auch nie existiert. Der Name stammt von einem Gewässer zwischen Dänemark und Schweden. Das geht für uns aber noch als künstlerische Freiheit durch. Genau diese Freiheit haben sich die historischen Wikinger auch selbst genommen. So einheitlich cool in düsteren schwarzen Rüstungen wie in der Serie waren sie nämlich nie unterwegs. Viel wahrscheinlicher in gefärbten Stoffen und seltener in Lederoutfits. Ob sie bei den Frisuren wirklich so virtuose Barbershop-Skills hatten, ist dabei übrigens nicht ganz klar. Die zeigt Vikings so gerne, dass oft auf Helme verzichtet wird.
Und das ist wiederum dann natürlich nicht mehr ganz realistisch. Dadurch wird natürlich aber das völlig ausgedachte Horn- oder Flügelhelm-Klischee vermieden. Und das kann man gar nicht genug loben. Wo wir schon mal bei Stilfragen und Körperkultur sind, ja, die Wikinger haben Eyeliner getragen. Auch die Männer. Und die hellen Haare, die man sich bei Skandinaviern bis heute kaum wegdenken kann, kamen vermutlich vom Bleichmittel. Das wurde damals gegen Läuse eingesetzt. Insgesamt gelten die Wikinger in der Forschung als ziemlich reinlich. Warum kannst du nicht mehr auf Sauberkeit achten? Da hatte jeder seinen Kamm genauso parat wie die Axt. Sowas kommt in der Serie dramaturgisch zwar weniger zum Einsatz, wird aber auch nicht vergessen. Und das muss man nochmal fett unterstreichen. Was Vikings aber hervorragend macht, ein komplexes und differenzierteres Bild von den Wikingern zu zeichnen. Dafür gibt es auch aus der Wissenschaftscommunity jede Menge Lob. Das ganz Banale des Wikingerlebens wird nämlich absolut authentisch dargestellt. Häuser, Alltagsgegenstände, das Zusammenleben, das alles hält auch dem kritischsten Blick stand. Noch viel mehr gilt das übrigens für die religiöse, soziale und politische Vielfalt, die Vikings anschaulich macht. Die entspricht tatsächlich dem aktuellsten Wissen über die Wikinger. Riten und Gepflogenheiten, zum Beispiel was Begräbnisse angeht, verdienen also unser Extralob. So, was bedeutet das jetzt insgesamt? Wie authentisch ist Vikings? Dazu muss man vor allem eins sagen, Wikinger sind ein Teil des dunklen Zeitalters und da bleibt einfach immer noch vieles im Dunkeln. Aber das Interesse wird dadurch ja nicht kleiner, oder? Im Gegenteil. Gerade das macht es so spannend, der Vorstellung der Serienschöpfern zu folgen. Wirklich komplett realistisch ist das nicht immer, aber es gibt uns eine gute Vorstellung von einer fernen Zeit und Welt. Und es ist vor allem großartige Unterhaltung. Übrigens, mittelalterliche Sagen hatten immer sehr viel weniger Interesse an tatsächlicher Authentizität, als wir das heute haben. Wenn Vikings Fakt und Fiktion vermischt, ist das zwar nicht immer historisch authentisch, aber wird durch diese Erzählweise der damaligen Welt eben doch gerecht. Vielleicht sogar mehr, als es die größtmögliche wissenschaftliche Genauigkeit könnte. Und es weckt unser Interesse an dieser längst vergangenen Zeit erst so richtig. Viel vor heute lernen können wir daraus auch immer noch. Das macht gute Unterhaltung sogar noch besser. Wer sich davon noch selbst überzeugen will oder jetzt mit dem nötigen Klugscheißerwissen nochmal von vorne anfangen möchte, die komplette Serie mit allen 6 Staffeln gibt es bei Prime Video. Jetzt seid ihr dran, liebe Wikinger und Schildmeiden. Habt ihr das alles schon gewusst oder wisst vielleicht noch mehr? Dann ab mit euren Wikinger-Funfacts in die Kommentare. Aber mit gezügelter Axt bitte. Mit Glocke und Abo verpasst ihr nichts mehr zu all euren Lieblingsserien und Filmen. Und wenn ihr mögt, schaut doch einfach direkt hier weiter. Also, bis zum nächsten Video, eure Primer.